Ich gebe zu, diese Aufgabe ist schwer und vielleicht schwerer, als es sein müsste, denn es geht ja in diesem Kapitel um das Auflösen von Gleichungen. Ja, und jetzt wiederhole ich in diesem Kontext einfach auch noch das Bruchrechnen. Also bitte lasst euch da nicht aus der Fassung bringen, seht es einfach positiv. Es schadet doch nichts, ab und zu auf Mathe-Güm mal was Knackiges zu machen, um dann das, was im Unterricht behandelt wird, vielleicht als geradezu läppisch zu empfinden. Wichtig ist mir jetzt vor allem, dass ihr das anstehende Thema versteht, also wie man diese Gleichung jeweils nach x oder nach y auflöst. Und diese ganze Bruchgeschichte, da wie gesagt, nicht verzweifeln, das wiederhole ich jetzt einfach nochmal dann Schritt für Schritt. Aber zunächst mal um das eigentliche Thema. Es geht hier um die Gleichung 1,8 mal x, also da steht ja ein Malpunkt dazwischen, ist gleich ein ganzes 4/23, also eine gemischte Zahl. Und der Unterschied zu da drüben, da heißt es 1,8 minus y. Ja, das ist natürlich ein großer Unterschied, mal minus. Na gut, gehen wir es mal an. 1,8 mal x. Man möchte am Ende ja immer stehen haben, x ist gleich. Also stört diese Dezimalzahl 1,8. Die Frage ist, wie bekommt man sie weg? Jetzt ist 1,8 ein Faktor. 1,8 mal x. Ja? Ein Faktor bekommt man weg, indem man durch diesen Faktor teilt. Das heißt, man teilt durch 1,8, was zur Folge hat, dass 1,8 hier verschwindet. Aber man muss natürlich auf beiden Seiten dasselbe machen. Also ein ganzes 4/23 geteilt durch 1,8. Und das ist jetzt das Wichtigste an dieser Aufgabe, dass man das begriffen hat. Und dann auch hier den ersten Schritt richtig ausführt. Was jetzt hier noch folgt, ist reine Wiederholung. Bruchrechnen, gemischte Zahlen, Umgang damit. Und lasst das jetzt einfach mal über euch ergehen. Also was macht man? Man braucht nach Möglichkeit ja entweder nur Dezimalzahlen oder nur Brüche. Nachdem man mit Brüchen besser dividieren kann als mit Dezimalzahlen, will ich also jetzt mal beides in Brüche umwandeln. Ihr wisst hoffentlich noch, wie es funktioniert. Wie macht man aus einer gemischten Zahl einen Bruch? Naja, in dem Fall 1 mal 23 plus 4, also 27, Dreiundzwanzigstel und ja, aus 1,8, wie mache ich da einen Bruch? Das sind ja 18 Zehntel. 18 Zehntel, ich schreibe es mal hin. Und 18 Zehntel kann man natürlich noch kürzen und sollte man vielleicht auch gleich, denn das sind ja dann 9 Fünftel. Ja, jetzt muss man wissen, wie man durch einen Bruch teilt, indem man mit dem Kehrbruch multipliziert. Ist also 27 23 mal den Kehrbruch. Ich nehme jetzt gleich die gekürzte Form. Also hier steht 9, da steht 5. Dann ist der Kehrbruch 5 Neuntel. Bitte, auch das ist doch mal ganz gut zu wiederholen, jetzt nicht ausrechnen und dann kürzen, sondern gleich kürzen. Also die 9 passt dreimal in die 27. Das heißt, ich habe mit 9 gekürzt und dann bleibt 3 mal 5 im Zähler, also 15. Und im Nenner 23. Also das Ergebnis hier, x ist gleich 15 23. Ja, jetzt komme ich zu der rechten Seite. Da ist das y gesucht. Und wie gesagt, während wir hier 1,8 als Faktor vorliegen haben,
handelt es sich hier ja um was eigentlich? Kein Faktor. In dieser Form würde man sagen, ein Minuend. Ja, das ist eine Subtraktion, also ist das der Minuend. Ich will es vielleicht mal ein bisschen umschreiben. Und zwar mache ich daraus mal ein Plus-Minus, weil ich dann von Summand sprechen kann. Oder dann ist deutlicher, warum ich jetzt zu 1,8 Summand sage. Also etwas, was sozusagen mit Plus hinzugefügt wird. Und wie kriegt man Summanden weg? Indem man sie subtrahiert. Ja? Faktoren kriegt man weg, indem man dadurch teilt. Summanden kriegt man weg, indem man sie subtrahiert. Aber natürlich auf beiden Seiten. Also schreibe ich minus 1,8. Und damit, also steht natürlich nach wie vor minus y hier. 1,8 ist verschwunden und damit ein ganzes 4/23 minus 1,8. Und das war jetzt auch wieder in diesem Kapitel der wichtigste Schritt. Also wenn du das begreifst und von dir aus richtig gemacht hast, dann ist schon mal das Wichtigste erfüllt. Und jetzt ist der Rest wieder nur Bruchrechnen, Wiederholen von Bruchrechnen. Also Subtraktion in diesem Falle von zwei Brüchen oder von einer gemischten Zahl. Und davon wird eine Dezimalzahl abgezogen. Ja, wandeln wir das Ganze doch wieder in Brüche um. Kleine Randbemerkung. Normalerweise ist das Subtrahieren ja mit Dezimalzahlen leichter. Nur 4/23 ist mit Sicherheit periodisch, weil 23 im Nenner eine Zahl, außer, also es ist ja weder 2 noch 5, 23 ist eine Primzahl, also ist es mit Sicherheit periodisch und darum müssen wir also mit Brüchen rechnen. Dann lasse ich also ein ganzes 4/23 erstmal stehen. Und ziehe davon, ja, wir haben es ja bereits auf der linken Seite festgelegt, das sind 18 Zehntel oder ich nehme gleich die gekürzte Form 9 Fünftel. So, was ist beim Subtrahieren von Brüchen zu beachten? Dass die Nenner gleich sind. Und das sind sie nicht, darum brauche ich einen gemeinsamen Nenner. Nachdem die hier teilerfremd sind, multipliziere ich einfach 5 mal 23. Dann heißt es also, gemeinsamer Nenner 5 mal 23, das ist 105. 115, Entschuldigung. Ja, hier habe ich mit 5 erweitert, also steht im Zähler 4 mal 5, also 20. Und hier wurde mit 23 erweitert, also steht im Zähler 9 mal 23 und das ist 180 plus 27, also 207. Ja, am besten, man stellt jetzt diese gemischte Zahl auch als Bruch dar. Wie geht es nochmal? Ja, so wie vorhin eben. Einmal 115 plus 20, dann habe ich also 135, 115. Und davon wird abgezogen 207, 115. Ja, da kommt natürlich etwas Negatives raus. Von dem kleineren Betrag wird der größere abgezogen. Und das Ergebnis ist 72. Also minus 72, 115. So, und jetzt hat man hier minus y und da hat man minus
72 1/5, dann kann man natürlich auf beiden Seiten wieder dasselbe machen, nämlich ein Plus daraus. Und damit hat man das Ergebnis, y ist gleich 72 1/5.